Also, hey und herzlich willkommen beim Panda Raid. Muss mich kurz konzentrieren, was ich überhaupt machen will. Wir haben mach die Vorstellung. Ganz viele Leute im TS, also nicht wundern. Ihr seid irgendwie sauleiser. Wie bitte? Du hast gerade eben gesagt, du machst uns leise. Nee. Schäm dich, Kelpie. Er ist ertrollen. Wir gehen zum Auktionshaus. Oh. Ripp. Bei mir wird gerade Inarius Lied. Oh, nur warten, dann krieg ich automatisch Lied. Wir sollten einfach durchgehen, ne? Ja, okay. Ja. Alle 1, Mann, war ich schnell. Ich sollte vielleicht mal Schiff 12 reinnehmen. Oh. AD 15. AD 15, was ist das Besondere an AD 15? Keine Ahnung, bin ich drin gerade. Okay. Relativ weit hinten, krass. Sind ihr jetzt schon fertig? Wechselt in Darius, mal gucken, wenn die Zeit um ist. Ob ich dann immer noch kriege? Adi, welche Adi soll jetzt helfen? Torbens soll defen. Schade, wir sind 7. Ja. Ich würde gerne defen. Ja, dein Adi darf defen. Folgen. Inarius? Ah, ne. Die Adi und. Torben, also 14. Sand Inarius behält das Lied? Well, fuck that shit. Okay. Es ist doch nicht so, dass der Highbank kriegt. Jetzt wird der Lead automatisch bei mir gewechselt. Ja. Der wird gerade hier ein Zeig gegeben. Du müsstest jetzt haben, hab ich doch gekriegt. Ohne Wenn und Aber. Warte, ob ich ein Arschloch bin. Den anderen wegnehmen. Ich bin ein Arschloch. Das wissen wir schon. Huna, erstmal ready check bitte. Gott, Huna, das ist ein Scheiß. Was? Mit den ready checks. Ich hab erstmal eines Lied weggenommen. Wann kann Raya nicht heilen? Wer kann nicht heilen? Raya. Wer? Dann verrecken, tot. Wer kann ich heilen? Raya. Achso, und ich dachte, Rayan meinst du vielleicht. Die Klasse. Also die nee, NPCs. Raya. Konnte mich jetzt gerade irgendwie nicht heilen, das war's auch. Oh, bist gestorben. Gott. Welche Adi wurde angesagt? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich bin gerade mit Twinkie übrigens rausgegangen. Ich sehe jetzt nicht ein gerade, weil wir voll sind. Ah, die Leute, die Don't Click Me drin haben und dann Special-Aufgaben haben, ne? Bewegt sich der Bau denn so bitte? Hat er kein. Oh, diese Masse hier. Wurde irgendwie in meine Gruppe irgendwie angesetzt, oder? Nicht, dass ich es gehört habe. Ich habe bisher noch keinen Hunehau gehört. Okay. Oder Inarius. Nee. Du hast ja 15. 15 Excord normalerweise nicht so weit runter. Vielleicht kommt das gleich. 3K-Mob machen, ne? So, erstmal gucken. Verteilung. Also, ich habe nichts dergleichen bemerkt, sagen wir es so. Da ist ein Clerie. Da ist ein Clerie. Ich würde gerne diesen 500-Punkte-Mob. Okay, haben ihn. Haben ihn. So, lass mal gucken, ob wir alle hier sind. Jo. Okay, da hinten stand noch keine Adi.
Allianz 11 soll da hinten hin. Wir sind? Wir sind 7. Ui. Wir sind Allianz Sei. Wir nehmen das untere Schiff. Jetzt. Bist du Shenada? Nee, Inarius hatte gerade geschrieben, das untere Schiff. Hat nicht so ganz, aber okay. Lol, Eno, du Kleiner. Was ist das? Wieso laufen wir eigentlich hier lang? Keine Wieso Ahnung. Geht die ganze Masse? Wir haben keinen Stern. Wo müssen wir denn hin? Ja, warum alle zum unteren Schiff? Zurück zum AHA und so weiter. Warum schreibt Inarius alle unten zum Schiff hin? Wahrscheinlich, weil dort unten zu wenig Leute sind. Und der erste ist geflogen, weil er ein Twink ist. Ich hab dir gerade geschrieben im TS, was ich meinte. Schau mal, ich dachte mir schon, hey, wer blinkt mich denn da an? Achso. Hat er mit. Mhm. Hatte ich bis vor 5 Minuten auch. Hab ich nur gerade gewundert. Oh. Alter. Ich habe gerade weit zurückgelegt. Aber eben, das war eine komplette Massenverwirrung. Einfach alle sind zum Luftschiffhafen gegangen. Ich weiß nicht wieso. Jetzt müssen wir hier im Kreis laufen, Leute. Bleibt nicht einfach stehen. Moment, wir müssen noch nach unten. Ach, okay, er kommt gerade hier. Setz ins AHA rein, oder? Nee, nicht ins AHA rein. Wofür? Da ist eine Gruppe, die dürft. Aus den Staaten. Juhu. Da ist ein 500-Punkte-Mob. Lauf halt mit dem 500-Punkte-Mob weg! Bleib stehen, du Kack-Offi-Einser, ey! Was ist denn, seit wann können Arion 24 Stunden Disconnect ausgleichen? Hat er gerade? LOL! Seit wann können die das denn? Hm. Deswegen hatte ich gerade dieses Mega-Lag. So, also, das ist jetzt echt nervig, was der eine Gunner hier gerade gemacht hat. Der zieht den 500-Punkte-Mob einfach hinter sich her und... Oh. Läuft dann halt wie so ein Doofkopf hinterher. Warn den. Ja. Gib mir die, dann kick ich ihn. Ein Scherz. Ärger dich. Mach dich eine Taube, die versucht das auszuschlucken. Mhm. Ja, ich hab doch das obere Schiff angeklickt und nicht das untere. Barschen. Du, da, die, mit dieser Portstatue kommst du da. Ja, aber ich habe das andere angeklickt. Bin aber woanders gelandet. Mhm. Erstmal ganz ehrlich, ich hätte eben auch meinen Twink drinnen gelassen, wenn er nicht in der Spezialgruppe gewesen wäre. Das ist dann blöd. Ah, okay. Ansonsten hätte er mit Auto-Attacks gemacht, das wäre mir egal gewesen. Ich meine, wenn ich mit zwei Accounts, zum Beispiel jetzt als Beispiel, bei den Panzern hin und her laufe, das kann ich genauso gut wie mit einem Account. Habe ich doppelt so effektiv, im Gegensatz zu den anderen Leuten, die sich dann da AFK hinstellen und gar nichts machen. Gibt es nämlich zuhauf. Beim letzten Mal die Leute, die mit Pfeil gemarkt waren, die sich selbst gemarkt hatten. Und dann bleiben sie AFK stehen. Schon ein bisschen traurig. Ja, das macht man einfach nicht, weißt du? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier unten könnten... Hier ganz unten ist auf jeden Fall ein 500-Punkte-Mob. Und die Masse kommt angerollt. Doll, Almighty hat das Ding gedroppt. Das Ding hat einen Almighty gedroppt. Was? Ja, ne? Ja, der Mob hier hat einen Almighty gedroppt. Wie? 3000er? Ja, ich weiß nicht, ob es der 3000er oder irgendein anderer war. Nee, das war nicht der 3000er. Das war irgendein random Mob. Also Leute, okay. Lootet die Mobs, ja? Das Ding hat gerade einen Almighty gedroppt. What the fuck? Alles andere hat Respekt bekommen. Alles anderes. Alles andere.
Ja, das ist ein sehr schönes Gefühl. Das kann auch, also weißt du, so. Also, ich finde das jetzt ehrlich gesagt schon unfair, dass es droppt. Ich wäre dafür, dass es gar nicht droppt. Ja. Ja. Es wird wahrscheinlich ganz, ganz gering die Wahrscheinlichkeit sein. Und weil wir gerade Loot-Event haben, ist es überhaupt passiert. Warum ist keiner mehr mit auf dem Schiff? Okay. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Gibt's denn nicht super viel EP? Jo. Ja. Ja, Huna, dann freu dich doch. Blöd ist, hier ist keiner mehr. 1 bis 8 geht Luftschiffhafen, die Panzerphase ist deswegen. Eis rum. Luftschiffhafen, okay. Ist ja nicht so, dass es einen Chat gibt hierfür, aber na gut. Die Luftschiffhafen, glaube ich, oder? Ja, 1 bis 7, ja, wir sind Luftschiffhafen. 1 bis 8. Oh, knack. Knack. Okay. Ausgenommen die Allianz, die dürfen wir. Ja, wir gehen also gleich zum. Ja. Da unten ist noch ein 3K-Map. Wo? Oh. Im Süden. Ich port dahin mit einem Map to the Port. Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen! Bist du alleine in dem gelandet? So. Nein, da war ein Mob einfach direkt vor mir. In dem ich reingespawnt bin. Es hat jetzt echt gedauert, bis der Lead bemerkt hat, dass da unten der 3K-Mob ist. Ich dachte erst, der erste Post sei noch so ein Nachzügler gewesen, der es einfach nicht gerafft hat, dass er down ist. Oh Gott, die Mobs machen Damage. Sag bitte nicht, der resettet. Oh Gott, der ist resettet. GG. Vollidioten, ey. Geht da fast immer mehr beim Flughafen. Luftschiffhafen. Wir sollen nicht mehr kicken. Die Leute können aber noch nachschauen um diese Zeit. Jetzt gerade so noch. Ja. Nur die Leute, die in der Wartestange sind. Könnte vielleicht ein Twing sein. Ich kann es leider nur recht geben. Wir sollten tatsächlicherweise an einem Punkt stehen. Also, jede DG hat seinen Punkt, jede Ali hat seinen Punkt, wo er steht, wo sie steht. Ja, und macht dort die 3K-Mobs. Ich weiß nicht, wie viele Punkte es sind, aber du kannst ja ein bis zwei Alis dort hinstellen und dann. Ja. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. 5 Punkte. Du hast 3 Alis, die extern sind, also kannst du, sagen wir mal, 2 Alis pro Punkt hinstellen. Ja.
Und die Leute rennen hier hin und her und rennen hin und her. Es gibt gar keinen Grund, hier gerade hin und her zu rennen. Echt nicht. Wieso gehen die schon zum Luftschiffhafen? Wir müssen gleich mit den Panzern gemeinsam hinlaufen. Oh. Müssen wohin jetzt? Warten. Vor der Craftingstraße. Craftingstraße, okay. Also Stammflug Luftschiffhafen. Ich schaue nochmal, ob irgendwo ein 3K-Map ist. Hm, wie bitte? Aber ich habe das doch falsch verstanden mit Luftschiffhafen. Ja, nicht da sein. Wir gehen da gleich hin. Gut. Lol, da hat jemand Shinada gekickt. Also den Lead für die Luftschiffe. Geil. Ja, auch mal beim Weltsieg gekickt, aber sie konnte ja wenigstens Nachtschwein nach einer gewissen Zeit, aber das hier in Pandelwelt, das ist schon ein bisschen fies. Ja. Wurde jetzt gekickt? Shinada, der Lead für die Luftschiffe. Und deswegen verkackt das gerade an den Luftschiffen. Okay. Ja, geil. Deswegen wird's jetzt kein S-Run. Weil die Dreads gerade verkacken und deswegen das auch mit den Panzern so ewig dauert. Die wären sonst schon längst da gewesen. Okay. Ja. Und was ist denn der Unterschied vom S-Run zum anderen Run? Die Belohnung. Also in einem Vollposten bekommen wir jetzt keine richtige Belohnung. Na, du kriegst schon eine Belohnung, aber nicht so eine geile Belohnung. Was, wenn im Vollposten da jetzt gerade irgendwas... Also uns fehlen Punkte. Macht einer von uns auf der Dread. Ja, das ist natürlich blöd. Was? Dass das gerade deswegen alles langsamer ist. Jetzt genau passiert. Wichtige Leute sind gekickt worden und wegen dem haben wir jetzt keinen Plan, was wir jetzt machen müssen. Nee, oder? Nee, wegen dem sind die Luftschiffe gefailt. Ich gehe mal auf das Luftschiff drauf. Ja, also der Spieler hat jetzt verkackt, weil es sind jetzt mindestens 400 Leute echt angepisst deswegen. Wer war das denn? Fiani. Oh. Ha, was ist das denn? Das ist das, was ich das letzte Mal gepostet habe. Ja, was macht das? Keine Ahnung. Eine Time. Ich geh mal aufs Luftschiff. Mal gucken. Vielleicht, Was wollen wir jetzt hingehen, Kalpe? Irgendeine Bombe, die hier Schaden macht anscheinend. Vielleicht beim Endboss oder so. Hm. Was ist denn da hinten, Kalpe? Ich will nur gucken. Hier sind aber noch Punkte-Mobs, ne? Jetzt sind die Panzer da. Na toll! Boah, darf ich den Map-Teleport nach da hinten benutzen? Ey, ich glaube, es hackt. Nein, das ist doch gut. Aber hier stehen noch Punkte-Mobs rum, ne? So ganz kleine. Also wirklich pupsige. Könntest du aber ja schon mal mit hin dort zur Stahlhacke gehen. Ding looten und dann zur Arena laufen. Die Panzer sind jetzt gleich erst auf dem Weg. Die kommen jetzt erst. Ich meine nur, weil bin jetzt auf dem Weg, der andere Panzer wird ja vermutlich wieder despawnen. Du meinst, dass ich hin und her laufe schon mal? Ja, dass einige das schon mal machen. Ja.
Kann man die Dinge handeln? Nein. Unhandelbar. Du musst die Aber jeder anhandeln. kann den Panzer anklicken, kriegt das Teil und Ja, dann. nee, weil sonst könnte man die ja aufnehmen, auf einer Person stacken und rüberlaufen. Nee, du kannst auch nur eine pro Person nehmen. Das wäre zu Hat schade. der Ponzer weniger Leben als Vorleben? 1 bis 14 geht in den Luftschiffhafen. Genau wegen diesem Bug. 1 bis 14. 1 bis 14, ja, weil er davon ausgeht, dass es gleich buggen wird. Und der Rest? Der geht Luftschiff, der geht zur Arena. Das Ding muss ja trotzdem gedefft werden. Ich bin 15, also zur Arena. Ja. Aber du wirst dann wahrscheinlich gleich rüberkommen. Dann wird man, gib mal Schild 1 dem Panzer. Wie kaum Leute bei mir sind. Es ist die Bitte, dass die Person, die nichts dagegen hat, die 13 Millionen investiert. Wir kriegen gerade eine Erklärung. 10 KK pro Kanone, was? Oh, ich bin zu weit vorne. Ich dachte gerade so, ach. So, wir Ja, haben was jetzt geht's gebaut, einfach nur also. darum. Was Wie denn? geht's jetzt mit denn mit dieser Kanone? Also was wir gleich machen ist, der Panzer geht jetzt da gleich in die Mitte. Dann sitzt er dort fest. Wir müssen von dem Panzer den looten, quasi. Und das, was wir davon kriegen, zu solchen Generatoren stehen. Die sind links und rechts. Und wenn die Generatoren komplett aufgeladen sind, schießt die Kanone. Und dann ist sie eine Zeit lang, dass sie überhitzt ist. Und dann gibt es solche Kühlzeug, das man kaufen kann für China. Und Schon mit. gemacht. Wie bitte? Ja, was wir gleich machen werden, damit wir es noch schaffen. Ja. Der Panzer steht gleich in der Arena drin. Ja, aber genau wenn er da drin ist, die spawnt er. Born? Nö, ist anklickbar. Ist anklickbar? Der macht. Also er ist. War auch schon mal. Dann fangt schon mal an. Ist dies Band? Nein. Nee, aber das hier geht jetzt ja schneller und dann kommen wir rüber. Stecken geblieben. Ist aber auch gut, wenn es bei euch nicht despawned ist. Vielleicht ist es diesmal genau andersrum. Aber bisher der eine Panzer ist gerade ein bisschen Lol, faul. er ist despawned jetzt. Jetzt ist er despawned, okay. Lol, ich konnte einmal looten und jetzt ist er weg. Krass. Er ist weg, ne? Ja, er Okay. steht nicht mehr da. Ja, wurde auch gerade angesagt. Ja, aber einmal konntet ihr machen. Ich habe einen China gemacht. Jetzt sind gerade kaum Irgendwer hat Kanonen. gerade China in die Runde geschickt. So, anklicken. Schon wieder. Ich würde aber gerne den NPC. Mal kann ich das Ding anklicken? Also, den Panzer anklicken und dann diese Türmchen, die außerhalb stehen. Und dann immer wieder hin und her rennen. Ich dachte, das sei der Schuko zum Kaufen. Ich sehe den Schuko hier gar Ah, nicht. toll. Jetzt Oh, in hier dem rechts. Augenblick spawnt Mobs. Verdammte Axt.
Interessant, dass meine halbe Ali bei der Stahlhacke ist. Wie bitte? Mit Arena. Der rechte ist aufgeladen. Hä? Links da, ist auch. Schuko-Haus hier. Gut, der Schuko ist da? Ja. Gut, dann gib mal her. 12 Millionen. Es ist teuer. Ich kauf eins. Arbeiten. Jetzt ist es nicht mehr kaufbar. Für mich zumindest. Ich kann anscheinend nur eins kaufen, also. Wo kann ich das noch eintauschen? Die Kanone, die vorne steht, da klickst du rauf. Ich hab's benutzt. Es muss noch mehr gekühlt werden. Abverwendet. So, wir können weitermachen. Oh, lol. Und ist immer noch da. Ja, dann muss nur einer anscheinend. Oder nur eine kleine Menge. Immer diese Abkühler cool bleiben. Okay, der ist gut, der Fachwitz. Hat was. Ach, komm, die 13 Millionen dafür, dass ich einen vernünftigen Loot kriege, das bin ich bereit auszugeben. Am Ende kriegst du nur episch. Das kriege ich eh immer. Rüstung oder sowas. Der eine ist schon fertig. Wer ist die epische Waffe? Ich schieß schon wieder. Ist schon wieder voll, kann das sein? Das war's schon! Krass! Ja, relativ schnell voll. Wer hat denn jetzt das Abkühlmittel benutzt? Das war jetzt unnötig. Baby. Wie bitte? Ihr seid ja auch viele dort. Ja. Das stimmt auch. Erstmal rüberporten. Bist du alle bei der Arena? Jetzt zur Arena hoch, oder was? Ja, jetzt zur Arena. Ja. Von da hinten zur Arena und dann wieder zurück. Ja, also ne, Loot mitnehmen, das Zeug mitnehmen. Das ihr habt. Damit ihr. Ich hab doch eine Energiequelle. Gut. Auch dieses Fuel, das Fuel müsst ihr auch mitnehmen. Energy Source da. Energiequelle. Ha? Nee, ach so, nee, nee, sollen wir gar nicht. Wir sollen den Boss jetzt machen, weil wir genug Punkte haben. Anscheinend. Okay. Ha, aber wir haben noch. Doch, wir haben genug Punkte. Der Boss gibt 30.000, wir haben genug Punkte. Sobald der Boss kommt. Also wir sollen jetzt dahin, wo der Boss ist. Hey, bei mir wird aber noch B angezeigt. Wie bitte, oder? Ah, okay. Wir kriegen 100 Punkte oder sowas, dass es ein A ist. Ja. Und der Boss gibt gleich halt 30.000 Punkte. Ja. War halt verwirrend wegen den 100 Punkten gerade. So, wie lange dauert das jetzt, bis der Boss brennt? Keine Ahnung. Ich weiß es nämlich auch nicht. Irgendwas. Und woher weißt du das? Rachel ist gerade angesagt. Echt? Oh, hab ich nicht drauf geachtet. Ja. Cut. Ich bin enttäuscht von dir, Gelbe, ja? Das ja. Heißt, man, der spawnt 5 Minuten früher. Das man 5 Minuten für den Zeit. Oh, kommt hin. Also irgendwie ist das jetzt mehr oder weniger schon Routine. Schade natürlich, dass beim Luftschiff ein bisschen gefällt hat. Ich weiß nicht, was das soll. Man kickt nicht die wichtigen Leute. Man kickt allgemein keine aktiven Leute, egal ob man die leiden kann oder nicht. Bei diesem Raid würde ich nicht einmal Reach oder Kentucky kicken. Und die kann ich wirklich nicht leiden. Die haben dich schon gekickt. Nicht hierbei. Hierbei war ich offiziell schon in Reach Ali ohne Kick. Ja. Aber in Abyss. Ja. Am Ende. Das war Rishant. War Kaido. Kaido. Rishant war es auch einmal, nicht? Rishant hat nicht, weiß ich gar nicht mehr, schon ewig her. Da wurde ich, glaube ich, auch einmal gekickt, aber. Jetzt fängt's gleich an. Alter. Also, ich hoffe, ihr seid alle da. Nee, wir haben jetzt gleich einen S-Run. Der gibt 30.000 Punkte und wir brauchen 164.000. Das zu heilen ist so schön. Heilende Energie und fertig. Ja, der macht doch eh keinen wirklichen Schaden. Ja, die gesamte Dread hier. Achso, ja. Wenn du bei den Defenden-Fraktionen bist, bei den Def-Leuten ist es ein bisschen schwerer.
Jetzt heißt es erstmal 4 Minuten AFK stehen. Sie wurde gekickt und damit ist das durch. Es geht los. Dann soll die in der Allee nachgucken, meine Güte, ja. Da steht's wirklich da. Wo ist jetzt das Ding? Da ist das Ding. Ob Kick oder verlassen. Die ist nie und immer eigenständig rausgegangen. Es ist was ganz anderes. Ja, wo bleibt denn der Windstream? Hä, hey, du kannst schon einfach reinspringen. Du musst einfach nach vorne springen, der wird nicht wirklich angezeigt. Nach vorne gleiten, einfach. Letztens wurde der angezeigt. Ja, also mal so, mal so. Also ich bin schon oben. Ich auch. Auch. Ich hab ja drauf gewartet, geguckt, hä, hey, wo ist das Ding, wo ist das Ding? Also ich gehe davon aus, dass Vianney Shenada gekickt hat bis zu dem, weil ich einfach, Shenada geht nicht einfach so auf rausgehen. Bei der ist nicht. Ich muss mich gerade ein bisschen zurückhalten mit Äußerungen. Ja. Wohin fliegen? Wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, das heißt, auf geht's. wir fangen anscheinend oben an und dann wieder unten. Wir haben noch nicht mal Michi dabei, der das wenigstens antankt. Ich renne da gleich rund, alles gut. Gott, ist unendlich viel Mobs, ey. Und einmal rüber geht's. Alles kaputt? Na dann ab auf den Generator. Was ist denn das bei dir? Das ist immer dieses Knack, Knack. Frag mich nicht. Ich hatte auch eben mal zeitweise Mikro verloren. Kann sein, dass wie bei dir einfach kaputt geht. Oder das ist die Tastatur. Nee, ich bin relativ weit zurück von der Tastatur genäht. Aber was hast du gesagt? Frustration. Ja. 1 und 2 bleiben hier, wenn ich das richtig gehört habe. Das war gerade das Piep, 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 dass mein Headset so gut wie der ist. Hehe. Ich muss mal kurz hier stehen. 3, ich bleib. Moment. Das KPFK. Report. Kick. Ihr wisst schon, dass ich mir später in der Aufnahme anhören kann, was ihr gesagt habt, oder? Ja. Okay. Ja, weil da spontan jemand gedacht hat. Mhm. Ja, ist nur ein Gerücht, ja. Oh, da habe ich gerade Aua bekommen. Ja, wir haben zumindest noch 6 Minuten, ne? Nur noch diesen in der Mitte töten, oder? Ja, theoretisch schon, aber es stark und dünner. 3 und 5 vor 3 und 4 oder so. 3 und 4 bleibt hier. Hm. Oder 3 und 5, ich weiß nicht. Wie ist dein Adilit? 3. 3 und 5 sollen da bleiben. Wir müssen weiter, oder wo müssen wir hin? Wir müssen gleich oben hochfliegen. Und warten darauf, dass der Generator angreift wird. Haben die jetzt eigentlich rausgefunden, woran es liegt? Ich glaube noch nicht. Weil das letzte Mal war es ja auch so, dass der kurz angreifbar war und dann war wieder ein Schild. Hm. Erstmal oder so war das so. War etwas... Oh, also, ist wieder die öffentliche Frage. Wie zum Henker funktioniert das mit dem Generator? Es ist nämlich wieder da. Das Schild.
Ich will auf das Schiff da vorne fliegen. Anscheinend geht das nicht nur mir so. Schauen da irgendwo ein Allmächtiger drin ist. Huhu ist im Nichts verschwunden. Oh Gott, ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn ich dahin fliege. Ach, das ist das Schiff, wo wir herkommen. Nee, ist. What the fuck? Primum Protector ist hier. Irgendein Portal. Also hier müssen wir auf jeden Fall nichts anklicken. Oh, Spielverderber. Ich wollte zumindest hinfliegen und es mir angucken. Jetzt muss ich auch hinfliegen. Nicht auf dem blauen Licht landen, wurde hier geschrieben. Was für blauem Licht. Also stirbt man. Nur drauf auf dem Fliegen. Ja, irgendwie ist das Ding immer noch nicht angreifbar. Welchen Generator müssen wir überhaupt beschützen? Ihr müsst keinen beschützen. Wir müssen keinen beschützen. Es muss nur oben, der Generator muss angreifbar sein. Aber es weiß halt niemand, wodurch der angreifbar wird, in dem Sinne. Und das ist, nennen wir es mal, ein Problem. Ah, da oben hat es nochmal einen Generator. Ja, da oben drauf, genau. Aha. Guten Morgen. Da hinten ist noch ein Schiff, da war ich auch noch nicht. Da sind wir hergekommen, auf dem war ich gerade drauf und jetzt fliege ich mal da hinten ein. Kann ich den. Oh, ich kann den Drachen in der Luft routen. Ja. Nice. Boah, Kölpi. Was? Wird da nicht angetrieben, diese Dread? Jetzt angreifbar? Ja, angreifbar. Es kann sein, dass bei Punkt 3 Minuten. Das war nämlich immer so um den Dreh. Ich komme wieder zu euch. Erfunden beim Antrieb, ich komme auch zurück. Naja, 2 Minuten 15 sagt jetzt jemand. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Zeitding. Mal halt beobachten, die nächsten. Na denn, ich bedanke mich für den Raid. Nicht. Und viel Spaß bei anderen Videos. Dü-dü-dü. Ernsthaft, das Programm ist nicht verfügbar in deinem Land. Ah! Und tschüss.